mal ein Experiment zu zeigen, wie viele Blöcke man in 5 Minecraft-Tagen, also so lange gibt es ja die Minecraft-Demo-Version, die ist ja immer nicht so lang, so lange laufen lassen, bis die 5 Tage rum sind. Ich, dabei wird hier erstmal die Zeit auf 12.050 gesetzt, wenn die Sonne dann genau dort dran steht. Das wird dann so weit gehen, also ich habe da auch Markierung bei 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Und dann habe ich noch Halbmarathon und Marathon markiert. Also wie lange Halbmarathon und Marathon gestanden ist. Das habe ich, was ich noch markiert habe, ist, wann ein Tag, wann zwei, wann drei, wann vier, wann bis zu 5 Tage hinaus. Habe ich das gemacht. Und wie weit man dann gefahren ist. Und dann werde ich das Experiment jetzt damit starten. So, nun sind die 48.000 Blöcke. Das ist eine sehr lange Zeit. Das Aufnahmeprogramm hat hier schon 1 Stunde 41 als Aufnahmezeit. Das ist natürlich eine sehr gewaltige Zeit. Aber auch so ein paar 1-2 Minuten Pay, also 1-2 Minuten Verzögerung durch die. Ja, ich mal 1-2 Minuten durch die Fails und die Blockierungen. Ich bin hier bei 5 Tage geworden, jetzt ist auch 5 Tage vergangen und dann nehmen wir uns wieder zu. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen, den Daumen hoch, abonnieren und wenn ein Dislike kommt, dann werde ich eine Woche pro Dislike Upload-Pause machen. Also überlegt euch das alles gut. Ich hoffe, dann hoffen wir, dass ich euch schnell wiedersehen kann, also in diesem Video. Bis dann und ciao.